Hallo und herzlich willkommen zurück zu LS15. Und falls ihr euch jetzt denkt, hä, was geht denn da ab? Hier sieht ja alles komplett anders aus und so weiter. Liegt das daran, dass ich und Krunk uns gedacht haben, wir stellen so ein bisschen diesen Community-Server, von dem wir die letzten Folgen öfters mal geredet haben, mal ein bisschen vor. Damit ihr einfach mal so ein bisschen einen Überblick habt, was hier eigentlich so abgeht. Das ist die Mayenburg-Map, die wir hier spielen. Mit ein paar Extra-Mods, das heißt, wir haben so ein bisschen, ja, andere Mähdrescher mit reingeholt. Noch nicht viel, aber ein bisschen was. Ein paar zusätzliche Traktoren, die haben wir aber alle noch nicht gekauft, weil die sind erst ganz frisch dazugekommen. Genau. Nicht wundern, wenn ich auf Fehler bin, weil ich bin gerade auf Fehlerbehebung. Wir haben das Problem, dass ich mal wieder vergessen habe, mich als Admin einzuloggen. Das heißt, mein Kontostand ist 0. Das macht aber nichts. Und ja, der Krunk ist momentan am Fehler beheben, weil irgendwas stimmt bei uns nicht, haben wir festgestellt. Und wir versuchen gerade Leider. herauszufinden, was und so. Aber das ist jetzt nichts weiter wild. Ich bin jetzt auf jeden Fall, habe ich beschlossen, möchte ich ein bisschen Hex höhlen. Da wir uns natürlich diese große Kiste noch nicht leisten können, weil die kostet ja irgendwie knapp eine halbe Mille, haben wir uns einfach mal bloß diesen Häcksler für den Traktor geholt, um ein bisschen Häckselgut zu holen für die BGA. Ja. Und ich bin hier voll verwirrt, weil ich hier schon mal gearbeitet habe, aber irgendwie schon Ewigkeiten her, keine Ahnung. Na gut, egal. Ja, wir haben halt jetzt am Anfang ein paar Felder erstmal gekauft, das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Hier von 129 bis 125, die haben wir uns als erstes gegönnt. Zusätzlich haben wir uns, das zeige ich euch auch mal ganz kurz, unter I. Haben auch noch ein bisschen was so geholt. Wir haben hier einmal diesen Häcksler. Der war standardmäßig dabei, der Traktor. Den haben wir uns zweimal gegönnt, den Anhänger. Gewichte waren dabei. Wir haben für den Körnermais zweimal die Gebisse für unsere Standard-Mähdrescher. Den haben wir auch zweimal. Ansonsten ist, glaube ich, noch nichts groß dazu gekommen. Ach so, doch, unsere große Saatmaschine. Das war's, glaube ich, ne? Ach so, hier, genau, diesen komischen Hänger für Gras. Weil Crunk gerne Stroh verkaufen will. Ja, genau. Richtig. So, bisher haben wir da noch nicht so viel, weil wir fangen hier wirklich von null an. Wir cheaten hier auch nicht oder machen hier Dauer BGA füllen und alles wegfahren und bla, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist ja dann langweilig auf Dauer. Und sind jetzt, glaube ich, bei knapp 1.500, 150.000. Warum mache ich es mir so kompliziert, ey? Und ja. Wie ihr seht, wir arbeiten hier trotzdem auch noch weiterhin mit der GPS. Zumindest ist es für mich halt sehr einfach bei manchen Sachen. Ja, und dann häcksle ich jetzt einfach mal ein bisschen nebenbei das Zeugs hier ab. Wir haben halt beschlossen, dass wir halt am Anfang, solange jetzt unsere Felder immer noch am Wachstum sind, weil wir wollen die Zeit eigentlich möglichst immer auf 5 halten, nie beschleunigen. Haben wir gesagt, wir häckseln einfach mal alles nieder, was irgendwie anderweitig auf irgendwelchen Feldern sind, weil wir können sie zwar nicht bestücken, aber abernten. Und deswegen sind wir da gerade so noch ein bisschen dran. Das wird aber wahrscheinlich auch noch ein, zwei Tage dauern, so wie das Ganze aussieht. Oder Krank? Bitte nochmal. Ich bin Das jetzt wird gerade alles hier leise. noch ein bisschen dauern, bis wir hier alles weggehäckselt haben. Wahrscheinlich schon, gehe ich jetzt mal von aus. Ja, und das ist halt unser Server, wo wir halt immer dann zocken, wenn irgendwie Langeweile besteht. Naja, Das heißt langweilig immer ist außer, nicht, das ja. heißt immer außerhalb von Aufnahmen. Zumindest zur Zeit, gefühlt. Ja. Seht schon, ich muss hier immer noch ein bisschen nachjustieren, weil hier irgendwie was an der Spur nicht stimmt. Weil ich halt auch von dem Ding aus Oh, sehr viel. synchronisiere Daten, da kommt jemand mit drauf. Der Joe.
Ja, Macho, wir sind in der Aufnahme, also wir stellen gerade den Community-Server vor. Also ich denke mal, das wird dir nichts ausmachen, ne? Nein, ich weiß schon. Der Macho ist nämlich einer der Spieler, die mit dazugestoßen sind. Zusammen mit dem Volker. Der Volker ist aber leider, wenn ich das richtig verstanden habe, im Krankenhaus, ne? Ja, irgendwie mit Nase irgendwas. Ja, der hat irgendeine OP. Der kommt dann die Tage wieder. Da werdet ihr den bestimmt auch mal irgendwie kennenlernen. Was fährt denn er jetzt hier für einen Scheiß zusammen? Also manchmal ist das mit GPS echt komisch. Dann fährt er einmal auf drei Spuren, dann fährt er plötzlich bloß noch zwei Spuren. Ganz seltsam. Und ich habe übrigens festgestellt, wenn ich die GPS anhab, dann ist es sogar ziemlich gechillt, eigentlich mal im Führerhaus so zu sitzen und einfach mal zuzuklotzen. Das habe ich auch nötig. Ja, es bringt auch ein bisschen mehr Feeling, finde ich. Ihr seht hier auch, das finde ich halt sowieso immer noch am geilsten, dass unten dann die Fußabdrücke drin sind im Trecker, wenn er dreckig ist. Stimmt doch was hier irgendwie vorne und hinten nicht. Irgendwie meine Einstellung voll am Ende irgendwie. Da bleibt Das immer kann eine Reihe ziemlich stehen. haben. Ja, bei GPS, keine Ahnung, bleibt immer eine Reihe stehen, rechts neben Fahr mir. doch per Keine Ahnung Hand, warum. sowieso schicker. Was? Aber halt per Hand, ist sowieso viel schöner. Ja, werde ich jetzt wahrscheinlich auch machen. Das Problem ist, ich kann dieses Gerät so schlecht einschätzen irgendwie. Ja, ich aktiviere mir mittlerweile nur noch die Linien, dass ich halt sehe, was halt da ist und was nicht da Nee, ist. das Problem ist, der Häcksler, der häckselt so ein bisschen mit Rechtshandhabung und es erkennt irgendwie GPS nicht. Keine Ahnung warum. Aber macht nichts. Ich bin mal ganz kurz weg, ich mute mich mal kurz. Alles klar. Ja, wie gesagt, Crank ist da momentan am Fehler beheben, weil hier irgendwie was mit der Karte oder mit dem Safe Game nicht stimmt. Deswegen könnte das einfach sein, dass er ab und zu mal kurz verschwinden muss. Ja, ansonsten kann ich euch heute eigentlich gar nicht so viel berichten. Ansonsten quatschen wir ja immer über irgendwelche zeitlosen Themen. Heute ist bei uns allen irgendwie die Motivation gerade ein bisschen im Keller, weil Crank hatte heute einen sehr anstrengenden Tag. Ich habe heute eine sehr anstrengende Tochter gehabt. Und ja, deswegen heute ein bisschen thementechnisch ein bisschen am Keller. Aber das macht ja nichts. Du im Solche Tage Keller. gibt es halt auch. Joa, WB. Ja, meine Nachbarn haben gerade mal meine nett klingende Stimme kennengelernt. Oh, okay. Dachte, liegt an der Fehlerbehebung. So habe ich es zumindest gerade ausgedrückt. Ey, um 22:30 hämmern die hier an der Wand rum. Ich spring denen ins Okay. Dreieck rein. Nicht ganz dicht oder was? Also ich sag mal, du lebst doch auch in so einem Krawallhaushalt, oder? Der Vermieter baut irgendwie schon seit Wochen an einer Wohnung rum. Nee, da muss ich gestehen, der ist mittlerweile beim Krach fertig. Der muss nur noch die Wände halt jetzt wieder auskleiden und dann ist das auch alles im Grün wieder. Er muss die Wände wieder aufbauen, die er weggekloppt hat, oder was? Ja, klar. Wochenlang zerrt er die Wände runter, jetzt baut er sie wieder auf, der Trottel. Die runterziehen war 2, 3 Tage. Das ist, ich habe ja noch hier meine guten Nachbarn. Der Vermieter ist noch nicht mal schlimm, aber die Idioten, die zimmern da das halbe Haus auseinander scheinbar. Ja, Ja. warum nicht, ne? Kann man ja mal machen. Richtig, eben. Ja, so, Crank. Du Ja, vielleicht bitte. noch irgendwelche netten Worte so, die man mal wissen sollte. Ja, dass wenn jemand mitspielen soll, möchte, kann er gerne mal durchaus in TS kommen. Und dass halt die Frage dasteht, ob wir komplett von der normalen Map wechseln wollen oder nicht, ne? Genau, also das dürft ihr halt nicht vergessen. Da bitte unbedingt Kommentar, weil da ist bisher überhaupt noch keine Resonanz irgendwie Bei gekommen. mir auch nicht. Weil ansonsten entscheiden wir das freie Hand und dann wird das definitiv wahrscheinlich auf den Server fallen. Ja, gehe ich auch mal von aus. Vorausgesagt, ich krieg die Fehler halt behoben, ne? Muss ich jetzt. Ja gut, im Zweifel, wie gesagt, es gibt halt immer noch die, das ist halt die krasse Methode, andere Map, anderes Safe Game, komplett von neu. Ja, ich habe da schon was, was ich gleich anstreben werde. Ist zwar vielleicht jetzt nicht die optimale Lösung, da wir jetzt zu dritt sind, aber wenn das nicht anders geht, dann muss ich das so machen. Werde ich dann gleich anstreben. Ja gut, du quatsch mal gleich danach der Aufnahme, ist ja nicht so wild.
Nee, auf jeden Fall, wir sind jetzt, wir haben zwar bloß 4 Slots auf dem Server, wir sind auch momentan 4 Leute, die aktiv drauf zugreifen tun, aber immer halt so im Wechsel, also der Server war bisher noch nie voll. Ich glaube, Macho kennt Volker auch gar nicht so, ne? Du hast ihn, glaube Nee, ich, noch noch nicht. nicht mit kennengelernt, ne? Ja, ihr habt euch Nee. immer so ein bisschen verpasst, immer. Habe ich so das Gefühl gehabt. Wobei, da muss man auch gestehen, der gute Major ist nicht so häufig da wie der Volker. Also ich meine, du bist Ja, eher gut, so der voll. Gelegenheitsvolker, gehe ich mal von aus. Ja, ich bin mehr so CSGO. Ist ja nicht Ja, weiter wild. Volker ist halt fast jeden Abend, sobald wir irgendwie auf dem Server sind, ist er halt auch da. Deswegen. Aber ihr werdet euch auch noch kennenlernen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und sobald halt mehr Interesse an dem Server besteht, dann werden wir natürlich auch die Slots erhöhen. Eventuell auf Root-Server umwechseln mit Website, TS und so weiter, bla 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 bla. Ja gut, TS haben wir ja, ne? Achso, mit allem drum und dran meinst du jetzt auf den Root-Server wechseln? Ja, genau, dann wird alles drüber geschliffen, dann wird alles rausgeschmissen, was ich aktuell habe. Und Achso, dann. man kann ja vielleicht eine Sache mal nebenbei erwähnen. Sag Ladebildschirm. Ach so, nö, würde ich jetzt erstmal noch die Füße schwer halten. Ah, okay, gut. Was hattest du jetzt im Kopf? Wie, sowas hatte ich jetzt im Kopf? Weil du gesagt hast. So als ob du wüsstest, was ich jetzt vorhab. Na, ich würde es einfach noch stillhalten, weil da noch nicht viel gekommen ist. Ja, da ist jetzt tatsächlich noch nicht viel passiert. Aber ich habe heute auch noch nicht in Skype wieder reingeguckt, bin ich ganz ehrlich. Wüsste ich War jetzt. halt auch kaum zu Hause. Weiß nicht, die letzten Tage sind irgendwie übel stressig und eigentlich müsste ich meine komplette Wohnung mal so früh erst putz machen, weil wie gesagt, ich kriege am Wochenende Besuch. Aber ich komme halt zu nichts, weil irgendwie jeden Tag was ist. Ich war jetzt heute mit meinem Hund auch beim Tierarzt. Das Geile, der Tierarzt, wir kommen rein, ne? Mein Hund davor noch übelst am Rumtun und humpeln und bla und keine Ahnung, ne? Was macht er, wo er den Tierarzt sieht? Als wäre nichts Boah, gewesen. Als das wäre ist nichts Wahnsinn. gewesen. Ohne Scheiß. Ja, der Tierarzt hat ihn dann halt kontrolliert und meinte dann, so direkt kann er jetzt nichts entdecken, aber er gibt uns mal Schmerzmittel mit. Ja, mal gucken, ob es besser wird, so in der Richtung. Und wir sollen nächste Woche nochmal kommen. Ob sich was geändert hat. Ja, super toll, weißt du. Natürlich auch nicht schlecht. Stehst du da, weißt du nicht, was machen. Oh, ich liebe die SSD, ohne Scheiß. Mal eben 6 GB 12 Sekunden kopiert. Safegame gespeichert. Ne, die ganzen Mods verschoben. Und diverse andere Sachen noch, weil ich da jetzt gleich was testen will. Achso, ja gut, alles klar. War schon ein bisschen vorbereiten. Ich müsste mal gerade gucken. Ich habe nämlich gar nicht so auf die Uhrzeit geachtet. Ja gut, war noch so 2, 3 Minütchen. Vor allem Wie der gesagt, heute... Aufräumordner, ne? Der ist auch katastrophal aktuell. Ja, den habe ich erst aufgeräumt bei mir. Da ist ein neuer Ordner, den nenne ich jetzt Alt. Markiere alles und ziehe das jetzt da rein. Ja, ihr merkt schon, heute ist so ein bisschen gechilltere Folge bei uns. Nicht so irgendwelche anstrengenden Themen, weil Gehirnblatt bei uns allen irgendwie. Ja, platt würde ich jetzt nicht sagen. Ja, bei mir schon, Alter. Bei mir ist heute total Error, ey. Wenn du weißt, wenn du eine Tochter hast, die heute den ganzen Tag, ohne dass ich ungelogen, fast den ganzen Tag gebrüllt hat, dann ist Na dein gut, du Gehirn hast ja am... momentan eh so viel Stress da, was das angeht. Da, ja, momentan ist echt übel. Ich hoffe auch, dass mein Kinderarzt recht hat, dass es nur eine Phase ist. Weil ich merke, dass jeden Tag mein Nervenkostüm ein bisschen enger wird. Ja, aber das ist nun mal so. Ja, es ist halt Kinder, ne? Ich wusste, worauf ich mich dabei einlasse. Und ich meine, sie ist ja auch eine mega süße und ich würde sie auch nie hergeben wollen oder so. Um Gottes Willen, ey, das ist mein Ein und Alles. Aber es gibt halt so Momente, wo ich mir so denke, jetzt 5 Tage irgendwo weg. Einfach weg. Weißt du? Durchaus verständlich. Einfach mal durchatmen. Na, naja, gut, egal. Mein Vater hat schon angekündigt, er wird sie wahrscheinlich demnächst mal wieder für eine Nacht nehmen. Da hat man dann mal wieder so 24 Stunden, wo das Gehirn mal wieder ein bisschen klarkommen kann. War auch nicht verkehrt. Ja, bei ihm ist halt jetzt momentan das Problem, weil er ist tatsächlich Landwirt. Die Dass die haben... Saison losgeht, ne? Nee, das nicht. Also er hat jetzt nicht Felder oder so, sondern er macht halt Tierzucht. Und da sind jetzt ein paar frische Schäfchen dazu gekommen.
Und eins davon muss er per Hand aufziehen, weil die Mutter es nicht akzeptiert. Ja gut, das natürlich, ne? Ich kenne die Story, ja. Ja, und also ein bisschen anstrengend, weil sie da auch nachts teilweise. Oh, shit. Hört man mich noch? Ja. Mein Mikro umgeschmissen. Das hat man deutlich gehört. Okay. Ja gut, muss ich nachher mal gucken. Oh, Kind nicht wach werden davon. Ach gut, puh. Nee, und die müssen halt teilweise nachts halt auch alle 2 Stunden mal raus und so. Das ist halt echt extrem anstrengend an. Deswegen geht das momentan halt nicht. Ja, durchaus verständlich, ne? Ja, aber wir kommen auch so klar. Momentan machen wir es dann immer so, wir gehen dann immer so zum Abendessen zu meinen Schwiegereltern. Weil mein Schwiegervater ist LKW-Fahrer, der ist sowieso nicht da und ihre Mutter würde sonst eh bloß alleine daheim rumhocken. Und während wir dann so uns ein bisschen mit unseren Handys vergnügen und ein bisschen relaxen, kümmert sich ihre Mutter drum, da geht das auch. Du hast zwar das Gebrüll trotzdem im Ohr, aber es ist halt schon entspannter, wenn du dich nicht drum kümmern musst, weißt du? So, jetzt gucke ich nochmal auf die Zeit. Jo, wir sind bei 16 Minuten, yay. Vor lauter Gequatsche jetzt. Guck, am Ende ging es dann ja dann doch noch los. Ja, liebe Leute, dann schreibt mal in die Comments, ob ihr eher von hier Let's Play sehen wollt. Demnächst dann auch mit Crunk-Aufnahme und so, wo wir dann wirklich aktiv aufnehmen und nicht hier so nebenbei. Ja, es ist halt gerade einfach das Fehler beheben, was so ein bisschen. Ja, ist halt ein bisschen problematisch gerade hier auf dem Server. Aber dann das nächste Mal wäre es dann hier wieder richtig am Start und dann würden wir euch auch mal genauer nochmal die Mods zeigen. Wir haben auch ein paar neue Mähdrescher und alles als Mods reingefügt, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und ja, falls ihr Interesse habt mitzuspielen, die Links findet ihr alle in der Beschreibung, TS und so weiter und so fort. Den Crunk findet ihr natürlich genauso dort und ja, die nächste Folge gibt es dann bei Crunk. Ich weiß nicht, ob es da noch auf unserem alten Server, also beziehungsweise auf unserer alten Map ist, oder ob er da auch sein Community-Video gleich macht. Das werden wir dann durchaus sehen. Ja, das entscheiden wir dann morgen, ne? Ja. Gut, und ja, in diesem Sinne, haut raus. Ciao.